Ja, liebe Freunde, genau vor 5 Jahren wurde ein Interview veröffentlicht in der WAZ. Ein Interview, das ich gegeben habe, mit der Überschrift Integration arabischer Flüchtlinge scheitert. Dieses Interview hat mein Leben völlig verändert. Es wurde millionenfach gelesen, die komplette deutsche Medienlandschaft wollte Interviews mit mir. Und es war der Beginn für mich eines ganz neuen Weges. Und hierhin hat mich dieser Weg geführt, der Grote Markt in Brüssel. Viele denken jetzt, Mensch, der hat es aber weit gebracht. Nein, sind nur 246 Kilometer. Aber natürlich eine andere Atmosphäre wie auf dem Kanapermarkt. Aber trotzdem ist Brüssel ein gutes Beispiel dafür. Wenn Integration nicht funktioniert, wenn Parallelgesellschaften entstehen. Parallelgesellschaften, die wir nicht wollen. Ja, die Kernthese, die ich damals vertreten habe, war, dass die allermeisten Flüchtlinge sich im Essener Norden ansiedeln werden. Einfach, weil da der günstige Wohnraum vorhanden ist. Versprochen wurde uns von der Politik natürlich, dass wir für viel Geld soziale Wohnungen im Essener Süden bauen. Das ist aber nie passiert. Die Flüchtlinge sind tatsächlich, genau wie ich gesagt habe, im Essener Norden angesiedelt worden. Oder haben die selber angesiedelt. Und was hatte das für Konsequenzen? Also erstmal sind kaum noch Wohnungen zu bekommen. Die Mietpreise sind natürlich deutlich gestiegen. Wir haben weniger Platz, vor allen Dingen in den Kitas. Also von den ehemals 3 Kitas haben wir jetzt 5 Kitas. Und in den Schulen sieht es nicht besser aus. So, was hat sich wirklich verändert? Das Stadtbild hat sich verändert. Der Essener Norden ist völlig vermüllt. Also das ist ein grausames Bild schon. Das ist ein wirklich grausames. Der Essener Norden steht heute für Müll. Und wofür wir stehen, sind Leerstände. Also Kanab ist ein so armer Stadtteil, dass sogar die Wettbude und die Spielothek geschlossen haben. Also, dass die Kneipe zu ist, ist ja mittlerweile völlig normal. Ja, und sonst, was hatten wir hier noch? Wir haben natürlich eine Shisha-Bar gehabt. Die wurde vor kurzem von einem SEK gestürmt und geschlossen. Also SEK-Einsätze waren vor 5 Jahren auch nicht so ganz normal. Mittlerweile gab es eine ganze Reihe von SEK-Einsätzen in Kanab. Also es gibt nur noch eine Gaststätte, wo es nichts zu essen gibt. Und der einzige Treffpunkt ist eigentlich die Tankstelle. In Altenessen sieht es natürlich anders aus. Altenessen ist deutlich attraktiver und dort treffen sich auch Gruppen junger Männer. Und dort geht es dann richtig los. Und den Höhepunkt dieser Festivitäten, dieser Eventgesellschaft war die letzte Silvesternacht. Jurensöhne! Brauchst du alle hin? Jurensöhne! Jurensöhne! Brauchst du alle hin? Brauchst du alle hin? So, die zweite wichtige These, die ich im Interview vertreten habe, ist, dass die Flüchtlinge, die da kommen, sich nicht anders entwickelt werden wie die Flüchtlinge, die schon seit über 30 Jahren hier sind. Nämlich diese kurdischen Libanesen. Ja, und die werden nicht glauben, genauso ist es gekommen. Sogar Sozialarbeiter der AWO sprechen mittlerweile offen darüber, dass die syrischen Flüchtlinge in Konkurrenz zu den Clans treten. Hier geht es um Kriminalität, um schwerste Kriminalität, hier geht es um Drogen, um Prostitution und Erpressung. Und hier steht uns einiges bevor. Die Clans lachen die Polizei aus. Unsere Gesellschaft und die Polizei sind für die Clans einfach nur Opfer, Lämmer. So, jetzt bin ich nicht mehr der Einzige, der die Probleme offen anspricht. Also viele sind mir gefolgt. Jörg Sator, der Vorsitzende der Essener Tafel, ist einer der bekanntesten. Oder eben seit einiger Zeit sehr bekannt, der FDP-Politiker Thomas Spielker, der sogar aufgefordert hat, den Essener Norden zu verlassen. Also ich werde meine Heimat nicht verlassen. Ich liebe meine Heimat. Und ich werde alles dafür tun, damit meine Heimat nicht untergeht. Und warum wähle ich so dramatische Worte? Weil ich die Ghettoisierung von großen Metropolen und die Folgen dieser Ghettoisierung in Brüssel jeden Tag live sehen kann. Ich will kein zweites Molenbeek im Essener Norden. Und ich will auch ganz deutlich sagen, warum ich ein Problem habe mit Molenbeek. Weil es im Molenbeek nicht bunt und vielfältig zugeht. Molenbeek ist eine andere Welt, Molenbeek ist Orient. Dann gibt es andere Stadtteile, bei denen sich wirklich nur noch Afrikaner aushalten. Also es gibt komplette parallele Gesellschaften. Straßen sind Grenzen. Wenn man diese Grenzen überschreitet, diese Straßen, kommt man in eine völlig neue Welt. Und diese Zukunft will ich nicht für meine Heimat, will ich nicht für Deutschland. Und ich möchte auch sagen, ich habe Hoffnung. Ich habe große Hoffnung, dass es so weit bei uns nie kommen wird. Denn es gibt tatsächlich auch Hoffnungsschimmer. Also erstmal sind tatsächlich viele der Menschen, die zu uns gekommen sind, durchaus bereit, sich zu integrieren und auch bereit, für ihren Lebensunterhalt aufzukommen. Aber welche Jobs machen die? Wo sind die angekommen bei uns?
Sind es wirklich Hochqualifizierte, die richtig Geld verdienen und Steuern zahlen? Leider nicht. Die allermeisten Flüchtlinge, die zu uns gekommen sind, arbeiten, wenn sie arbeiten, im Niedriglohnsektor. Mein Pizzabote, mein DHL-Lieferant, die Jungs, die den Innenraum meines Autos reinigen, alles Flüchtlinge. Und ich bin froh, dass es diese Menschen gibt und ich habe unglaublich viel Respekt vor ihnen. Aber gut für unsere Gesellschaft ist dies auch nicht. Denn dadurch entsteht Lohndumping. Also das kann nicht Sinn der Sache sein. Und vor allen Dingen gerade diese leistungswilligen, integrationswilligen jungen Männer werden verdammt nochmal in ihren eigenen Ländern gebraucht. Diese Menschen werden dringend gebraucht, um die Länder wieder aufzubauen, die zum Krieg zerstört sind. Und was mir auch Hoffnung macht, ist, dass viele Menschen wirklich ehrenamtlich arbeiten, um die Probleme zu lösen. Also wie viele Menschen ehrenamtlich den Müll bei uns im Westen Norden auflesen, ist absolut beeindruckend. Dann die vielen Pädagogen, die alle einen guten Job machen. Denen muss ich erstmal Danke sagen. Aber ich muss auch ganz klar sagen, weil ich einer bin, der 20 Jahre lang auch gemacht hat. Wir kämpfen dagegen Windmühlen. Nur durch ehrenamtliche Arbeit und nur durch Engagement und selbst mit allen Sozialpädagogen der Welt werden wir diese Probleme nicht lösen können. Wir müssen dieses Problem an der Wurzel lösen. Und die Wurzel des Übens ist nun mal, dass Menschen bei uns sind, die von unserer Kultur, unserer freiheitlichen, toleranten Kultur überhaupt nichts halten. Und diese Menschen müssen unser Land verlassen. Und auch Menschen, die nach einer gewissen Zeit, zum Beispiel 3 Jahre, nicht in der Lage sind, ihr Lebensunterhalt selbst bestreiten zu können, müssen unser Land verlassen. Und das muss unser Ziel sein. Und das müssen wir wirklich schaffen in Zukunft. Hinterher ist man immer schlauer. Also vor 5 Jahren lag ich mit meinen Thesen zur Integrierfähigkeit junger arabischer Männer vollkommen richtig. Und deswegen bin ich heute mal so forsch und gebe wieder eine Prognose ab. Das Europäische Parlament, die EU und den Euro wird es in 5 Jahren in der heutigen Form nicht mehr geben. Denn gerade in der größten Krise der Geschichte, in der Corona-Pandemie, haben wir ganz deutlich gesehen, dieses Parlament ist nutzlos. Wir wurden nach Hause geschickt. In der größten Krise hat man uns nach Hause geschickt, während die Kommission gearbeitet hat und nur Mist gemacht hat. Jetzt gerade bei der Verteilung und Beschaffung der Impfdosen hat Ursula von der Leyen und die Europäische Kommission völlig versagt. In der Krise braucht man starke Nationalstaaten. Glück auf!